Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Plattform Tutorials. Zuletzt hatten wir ein technisches File angelegt und die Anforderungsliste für Produkt erstellt. Damit wissen Sie nun alle relevanten Anforderungen, die Sie für Ihr Produkt berücksichtigen müssen, um es sicher innerhalb der ausgewählten Länder in Europa auf den Markt bringen zu können. Im nächsten Schritt und in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie die geforderten Nachweisdokumente auf die Plattform laden können. Zum einen können Sie selbst vorhandene Nachweisdokumente in dem Register Dokumente von einem Verzeichnis Ihres PCs aus hochladen. Upload Documents drücken. Hier können Sie Dokumente in die Fläche reinziehen oder Sie gehen auf die Schaltfläche Add Documents. Suchen Sie sich ein Dokument aus. Zum Beispiel einen chemischen Prüfbericht und drücken Sie Start Upload. Nun ist das Dokument auf die Plattform geladen, wie Sie hier jetzt in der Liste sehen können. Zum anderen können Sie auch Dokumente aus einem anderen technischen File, welche gegebenenfalls auch für dieses Produkt gelten, in die Zwischenablage kopieren und von da aus direkt in dieses technische File kopieren. Dazu gehen wir jetzt in ein anderes technisches File. Auf Documents. Wählen hier beispielsweise den Reach Report. Die Schaltfläche Copy to Clipboard drücken. Bestätigen. Gehen wir wieder zurück auf technische Files in das aktuelle Produkt. Auf Documents. Hier drücken Sie die Schaltfläche Paste from Clipboard und suchen sich das Dokument aus, was Sie jetzt aus der Zwischenablage in diesen Dokumentenordner laden möchten. Drücken Sie die Schaltfläche Copy to File. Jetzt ist auch dieses Dokument in der Liste sichtbar. Zuletzt und die im Allgemeinen am häufigsten eingesetzte Variante: Sie können diese Tätigkeit über die Funktion Invite delegieren. Zum Beispiel können Sie Ihren Lieferanten, ein Prüfinstitut oder irgendeine andere verantwortliche Person oder außerhalb Ihres Unternehmens dazu einladen, die geforderten Nachweisdokumente auf die Plattform zu laden. Bevor wir beginnen, noch drei Anmerkungen. Erstens, bei dem Versand einer Einladung können Sie auch von Ihnen vorbereitete Anschreiben, Prozessbeschreibungen oder andere Informationen mitsenden. Dokumente, die Sie immer mitsenden möchten, können Sie unter dem Menüpunkt Manage Account Documents verwalten. Hier sehen wir schon einige Dokumente in der Liste. Jetzt laden wir uns noch ein Dokument hoch, Add Documents. Hier habe ich ein Dokument vorbereitet. Document Standard auswählen und Start Upload betätigen. Jetzt ist das Dokument hier auch verfügbar. Über die Schaltfläche Edit hier rechts können Sie nun neben vielen anderen Sachen auch bestimmen, dass dieses Dokument mit jeder Einladung mitversendet werden soll. Setzen Sie einfach das Häkchen an Send this document with invites. Speichern. Oben ist noch ein Dokument mit dabei, was man an dem Briefkuvert vorne sieht. Das nehmen wir raus. Speichern drücken. Fertig. Das ausgewählte Dokument wird jetzt mit jeder Einladung standardmäßig versendet. Zweitens, Sie können auch einen Standardtext für die Einladungs-E-Mail definieren. Dazu gehen Sie zum Menüpunkt My Account, dann drücken Sie die Schaltfläche Edit Default Invite Text. Das machen wir aber jetzt nicht, das haben wir schon vorbereitet.
Die können auch später den Text jederzeit individuell abändern. Dazu aber gleich noch mehr. Drittens, unter dem Register Requirements prüfen Sie zuvor noch die Liste der Anforderungen. Eventuell haben Sie bereits vorliegende Dokumentation und die eine oder andere Anforderung konnten Sie bereits auf erfüllt setzen. Oder Sie haben entschieden, die eine oder andere Anforderung begründet auf Not Applicable zu setzen. Das ist insofern wichtig, als dass diese Anforderungen später beim Auslösen einer Einladung nicht mehr mit versendet werden. Gehen wir mal runter in der Liste. Hier haben wir die Anforderungen für die elektrische Sicherheit. Haben wir hier zwei Grundnormen genannt. Das ist die 60.59 Teil 1 und die 62.368 Teil 1. Wenn wir mit dem Mauszeiger drüber gehen, sieht man zusätzliche Informationen. Zum Beispiel, dass die 60.59, da sie ja am 20.12.2020 abläuft, durch die neue Norm ersetzt wird. Ich empfehle grundsätzlich, falls noch kein Bericht vorhanden ist, direkt nach der neuen Norm zu prüfen. Bei EMV ist es ähnlich. Die 55.024 wird ersetzt durch die 55.035. Hier können wir uns entscheiden für eine. Wie gesagt, ist das Ihre Entscheidung, welche Norm Sie prüfen. Das hängt auch ab von der aktuellen Dokumentenlage, die Sie haben. Dann haben wir hier noch Performance- und Funktionsnormen. Hier gilt das Gleiche. Da wähle ich jeweils die ältere Version ab, die 2020 abläuft, und belasse die neue Nachfolgernorm. Nun können wir dann beginnen, Ihren Zulieferer einzuladen. So, hier gehen Sie unten auf die Schaltfläche Not Applicable und geben noch einen Kommentar dazu ein, zum Beispiel wird durch Nachfolgenorm ersetzt. Dann ist das auch entsprechend dokumentiert. Im Übrigen gibt es eine Timeline im Programm, die alle Änderungen immer sauber dokumentiert, wer wann welche Änderung eingetragen hat. Jetzt können wir beginnen, Ihren Zulieferer einzuladen. Dazu gehen Sie auf das Register Invites und drücken die Schaltfläche Invite User. Hier sind natürlich noch keine Invites drin. Hier sehen Sie dann später die Liste aller Einladungen. Es öffnet sich nun ein Fenster. Hier geben Sie die Kontaktdaten Ihres Zulieferers ein, mindestens die mit Sternchen markierten Felder. Wenn das System Ihren Lieferanten schon kennt, genügt zum Beispiel die Angabe der E-Mail-Adresse, der Rest wird automatisch ausgefüllt. Ich habe hier Supplier A schon mal vorbereitet. So, die wichtigen Felder sind mit ausgefüllt. Es gibt noch das große Feld Message. Hier steht der Standardtext entsprechend drin, den wir vorher festgelegt hatten. Sie können diesen hier aber auch ändern. Zum Beispiel einen englischen Text hinterlegen. Wie Sie das machen, ist Ihnen überlassen. Jetzt wählen Sie die Anforderungen aus, für die Ihr Zulieferer die Nachweisdokumente hochladen soll. Dazu drücken Sie die Schaltfläche Select Requirements. Im oberen Bereich sehen Sie die verschiedenen Kategorien der von uns definierten Risikoklassen. Generell benötigen Sie immer alle Nachweise. Überlegen Sie, welche Sie selbst liefern und welche Ihr Zulieferer liefern muss. Unser Tipp ist, im ersten Schritt mit den Kategorien DOC, A und B zu starten. Declaration of Conformity anwählen und dann zum Beispiel auch die Typprüfungen. Die kommen meistens vom Prüfinstitut und dann die B-Risikoklassen haben wir nochmal dreigeteilt. Die würden wir
alle im ersten Schritt einmal anwählen. Dann sehen Sie im unteren Bereich auch noch die Möglichkeit, einzelne Anforderungen auszuwählen. Die Dokumente, die den oben bereits ausgewählten Kategorien zugeordnet sind, sehen Sie bereits mit einem blauen Häkchen markiert. Dann drücken Sie die Schaltfläche Save, um die Einstellungen zu übernehmen. Dann zurück im Einladungsfenster geben Sie nun eine Deadline an, das Datum, bis wann Sie spätestens die ausgewählten Dokumente von Ihrem Zulieferer auf der Plattform haben möchten. Standardmäßig haben wir hier immer 14 Tage als Deadline. Das können Sie individuell anpassen, wie Sie das möchten. Dann haben wir noch drei Schaltflächen. Hier können Sie individuelle Dokumente zum Einladungsschreiben noch zusätzlich anhängen, zum Beispiel ein spezifisches, produktspezifisches Einladungsdokument. Das funktioniert genauso wie vorher. Und dann haben Sie unten noch die Möglichkeit auszuwählen, ob Sie das Einladungsschreiben in CC erhalten möchten und ob die Artikelbezeichnung und Nummer Ihres Lieferanten zur besseren Einordnung mitverwendet werden soll. So, um die Einladung abzusenden, drücken Sie die Schaltfläche Send Invitation. So, hier ist die Bestätigung, dass die Einladung versendet wurde. Gehen wir nochmal zurück. Hier ist jetzt die Einladung als erster Eintrag in der Liste der Einladungen zu sehen. Der Status ist pending, bis Ihr Lieferant diese Einladung akzeptiert hat und den Dokumenten-Upload startet. Ja, das war's für diesen Teil. In der nächsten Folge zeige ich Ihnen, wie der Zulieferer die Einladungsmail erhält und wie daraufhin Dokumente hochgeladen werden können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Mein Name ist Thomas Frank, Product IP Deutschland.